Ja, jetzt habe ich in Chemtrails Austria etwas gelesen. Heute wurde der vom Verkehrsministerium angerufen und hat nach Beweisen oder was. Ja, also Tesch, weiß ich nicht. Interessiert mich auch bei diesen Menschen, die so eine chemische Versorgung überhaupt zulassen. Nicht, wie die alle heißen. Aber ich glaube, das spricht alles für sich.